Hallo Leute, hier ist Dennis von Bibi und Bibi. Heute haben wir mal als Überschrift die perfekte Rasur. Wie ihr seht, ich habe mir hier auch schon mal ein bisschen was stehen lassen. Der für mich perfekte Weg zur Rasur, das sind jetzt einfach, das heißt meine Tipps, meine Erfahrungen, was ich so im Laufe der Jahre gemacht habe, wie es funktioniert ohne Schneiden, ohne Brennen. Und vielleicht kennt ihr das ja irgendwie von früher, vielleicht habt ihr das selber mal ausprobiert, dass ihr mit so Einklingen, Einwegrasierer angefangen habt. Das war so mein Weg. Und dann kam schon mal die Doppelklinge. Aber das hat alles irgendwie gar nichts getaugt. Letztendlich bin ich hängen geblieben bei dem hier, Gillette Mach 3. Sicherlich gibt es auch noch teure und hochwertige Rasierer. Aber der hat hier für mich den Vorteil, wenn ich mal zeigen kann. Der Kopf hier, der ist sehr schmal und dieser schmale Kopf eignet sich dann wunderbar für diese Konturen. Umso breiter der Kopf wird, umso weniger kann man hiermit erfassen. Das ist einfach so meine Erfahrung und deshalb ist der Rasierer für mich wirklich perfekt. So, jetzt gehen wir mal an die Vorbereitung. Vor der Rasur heißt dann erstmal, die Haare müssen irgendwie weich werden. Zumal, wenn ihr einen wirklich starken Haarwuchs habt oder sonst was, umso weicher die Haare, umso angenehmer die Rasur. Und dafür nehmt ihr am besten wirklich warmes Wasser. Macht das erstmal alles so ein bisschen nass. Ich mache das jetzt immer so. Und dann nehmt ihr einen Schaum, den ihr halt gerne habt. Ich habe jetzt hier wirklich mal einen ganz günstigen Schaum. Komme mit dem aber super zurecht, also gar kein Problem. Und dann schäumt ihr erstmal schön das Gesicht ein. Falls ihr habt oder nehmen möchtet, könnt ihr auch einen Rasierpinsel nehmen. Könnt das alles richtig schön einwirken lassen. Einwirken heißt sowieso, lasst das ruhig, wenn ihr das alles hier mit Schaum bedeckt habt, lasst das ruhig ein bisschen einwirken. Und so länger ihr das einwirken lasst, umso leichter habt ihr das nachher mit der Rasur. Ich fange jetzt einfach mal an. Und dann massiert den Schaum einfach ein. So, bei mir ist jetzt alles eingeschäumt. Sieht gut aus, war wieder Weihnachtsmann. Wenn ihr jetzt anfangt, probiert möglichst in langen, geraden Zügen zu arbeiten. Und dann kommen wir nochmal auf spezielle Stellen. Also ihr fangt einfach mal an. Hauptsache die Klinge ist schön scharf und dann geht das auch wirklich wunderbar. Die einzigsten Schwierigkeiten sind nachher das Kinn, aber da zeige ich euch mal, wie ihr da am besten vorbeikommt. Ihr rasiert jetzt erstmal nur bis zum Kinn. Und je nachdem, weil die Haare beim Kinn, die wachsen hier in verschiedene Richtungen, ist für mich die beste Methode, seitwärts zu gehen. Früher habe ich da auch immer einen geraden Zug durchgemacht und dann, zack, war es auch schon geschnitten. Bis ich dann irgendwann mal das probiert hatte. Ja, und keinen Schnitt hatte und das war natürlich gut. So, hier unten habt ihr jetzt noch die Stelle, so am Kehlkopf. Nehmt euch die Haut einfach ein bisschen zur Seite und schneidet. Ansonsten habt ihr da schon wieder den nächsten Schnitt und wollt ihr ja auch nicht. So, und jetzt könnt ihr ganz vorsichtig weiter rasieren, Mundwinkel. So, ich habe jetzt die Rasur soweit abgeschlossen. Jetzt nehmt ihr Wasser und dann ein Handtuch. Macht das sauber. Ich beschleunige das jetzt mal hier kurz ohne Wasser. So.
Und das Wichtigste danach ist dann noch Aftershave. Einfach zum Desinfizieren. Ich mag das, wenn es richtig schön brennt. Dann merkt man auch, dass was passiert, aber es gibt ja auch Leute, die. Und Aftershave ist dann für sensible Haut, die nicht brennen. Das muss jeder Friseur dann selber rausfinden. Irgendwann merkt ihr natürlich auch, dass die Klinge mal stumpfer wird. Fängt an, ein bisschen zu ziepen und zu reißen. Da gibt es dann noch einen kleinen Trick, wie man doch nochmal 5, 6, 7 Rasuren rausholen kann. Nehmt euch einfach eine Jeans. Ganz normale Jeans. Am besten sogar, ihr habt die an. Mal gucken, ob man das so sieht. Und dann streift ihr einfach die Klinge immer wieder so rüber. Das macht er ungefähr 20 Mal. Und danach ist die dann richtig sauber. Und diese ganzen Verschmutzungen vom Rasierschaum etc., was alles nicht so richtig abging, das habt ihr dann nicht mehr an der Klinge und ihr merkt einfach, ihr kriegt damit wieder richtig eine gute Rasur nochmal hin. Das ist einfach nur als kleiner Tipp nochmal. Jetzt habt ihr meinen Weg gesehen für die perfekte Rasur, ganz ohne Schneiden. Und ich bin zufrieden damit und probiert es einfach mal aus. Oder vielleicht sagt ihr, oh, kenne ich schon, Informationen. Oder wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, einfach immer alles posten, schreiben. Für Tipps, Anregungen sind wir sowieso immer offen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe auch, dass es euch vielleicht in der einen oder anderen Sache was gebracht hat. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns, erzählt euren Freunden davon. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.